Pepperwoods-Geschichten. Lasst uns springen! Peppa und Emily Elefant sind heute in den Wasserpark gegangen. Hier wird man ganz nass, oder? Ja, das wird ganz toll. Komm mit! Es ist wichtig, dass es in der Umgebung von Wasser sicher ist. Deshalb müsst ihr zur Sicherheit immer diese Schwimmwesten tragen. Oh, man ist nie sicher genug. Wir sind bereit, Frau Mümmel. Fantastisch! Dann kommt alle mit mir. Viel Spaß, wir werden zusehen. Das erste Hindernis ist die ganz wackelige Wackelbrücke. Ich fange an. Guck gut zu. Peppa läuft so schnell sie kann. Aber, ups, sie ist ins Wasser gefallen. Ups. Jetzt du, Emily. Das macht mega Spaß. Es sieht sehr wackelig aus. Emily geht ganz langsam und streckt ihre Arme zur Seite, um das Gleichgewicht zu bewahren. Genau so, Emily. Du hast es geschafft. Gut gemacht. Das nächste Hindernis ist eine Kletterluftburg. Achtung, fertig, los. Es ist sowas von rutschig. Mit diesem Seil könnt ihr euch hochziehen. Seht ihr? Oh! Hopp, hip, hopp, hopp. Hui! Toll gemacht, Peppa! Du bist dran, Emily! Oh, das ist zu hoch! Oh, versuch dich hinzusetzen, Emily! Und dann schubst dich an! Genauso wie ich! Ich schaffe das! Ich schaffe das! Ich hab's geschafft! Gut gemacht! Das letzte Hindernis sind die großen, rutschigen Bälle. Diesmal werde ich es langsam und vorsichtig angehen. So wie Emily. Hopp! Oh, hopp! Hopp! Oh. Fast hätte ich's geschafft. Guter Versuch, Peppa. Du kannst es schaffen, Emily. Langsam und vorsichtig kam man am besten über die Wackelbrücke und die Kletterluftburg. Hier versuche ich es mal schnell, so wie Peppa. Achtung, fertig. Ja. Aber über die großen rutschigen Bälle kommt man am besten, indem man schnell läuft. Ich hab's geschafft. Toll gemacht, Emily. Das war wirklich mutig. Oh, ich habe zu große Angst. Sie schaffen das bestimmt, Herr Bulle. Oh, na, dann mal los. Peppa und ihre Familie sehen sich heute eine besondere Sportveranstaltung an. Ja, das war fantastisch. Jetzt bin ich dran. Ich glaube, du bist etwas zu klein für diese Rampen hier, Peppa. Wow! Aber ich bin richtig gut. Guck her! Peppa ist richtig gut. Aber große Rampen sind viel schwieriger, als sie aussehen. Suchen wir was Kleineres, das du ausprobieren kannst. Okay. Ich komme wieder, Herr große Rampe. Wenn ich auch groß bin. Bei dieser Sportveranstaltung kann man viele Dinge ausprobieren. Zum Beispiel die Surfmaschine. Hallo, Frau Mümmel. Was ist das? Hallo, Peppa. Das ist eine Surfmaschine. Du kannst mit dem Brett auf den Wellen reiten. Also, wenn du die Balance hältst. Willst du es versuchen? Ja, bitte. Komm mit, Mama. Oh, Schätze, ich probiere es auch. Okay, jetzt rutscht ihr ins Wasser. Es geht los. Jetzt müsst ihr das Gleichgewicht halten. Es ist leichter, wenn ihr euch hinlegt. Wir surfen schon, Mama. Wir surfen. Versuchen wir es nochmal? Aber klar doch. Peppa und Mama Wutz versuchen sich immer wieder an der Surfmaschine. Sie taumeln und platsch.
Aber nach ganz viel Übung... Wow, dein Gleichgewicht ist toll, Peppa! Und Mama Bunz? Oh, eine 1 für die Bemühungen! Oh, was ist denn das da drüben? Oh, das ist das Wackelbrett. Du bleibst so lange oben, wie du kannst, während es sich dreht und wackelt wie ein mechanischer... wie heißt er noch gleich? Bulle? Ja, Papa Wurz. Darf ich es probieren? Ja, klar. Los, spring auf. Das Wackelbrett ist wirklich wackelig. Du schaffst es. Viel Glück. Fertig. Und los. Ich hab's. Es ist leichter, wenn ich mich hinlege. Gute Idee, Peppa. Nein. Und sieh, das ist ein neuer Rekord. Peppa liebt die Spiele auf der Sportveranstaltung. Und sie liebt es, alle Spiele auf ihre eigene Art auszuprobieren. Willkommen zu den rauschenden Gießkannen. Peppa und ihre Familie probieren heute eine neue Attraktion im Erlebnisbad aus. Ihr fahrt in diesem Boot durch einen hübschen Garten und ihr müsst dabei alle Blumen gießen. Wow. Mit was denn, Frau Mümmel? Damit! Ich wünschte, unsere Gießkannen könnten das auch. Woo. Wusch! Darf ich auch mal probieren, Mama? Ja, klar. Viel Spaß! So friedlich. Wem sagst du das? Ich fühle mich im Einklang mit dem Universum. Peppa und Schorsch müssen mit ihren Gießkannen so viele Blumen wie möglich gießen. Ich helfe dir, Schorsch. Das ist wirklich schwer. Da ist eine. Bereit? Zielen? Oh, gut gemacht, Schorsch. Schorsch hat schon beim ersten Versuch eine Blume getroffen. Es wird noch schwerer. Kein Problem, wenn du einige verfehlst. Peppa findet dieses Spiel ziemlich schwer. Sag es mir, wenn du Hilfe brauchst. Oh, was, wer, wo bin ich? Ja. Alles in Ordnung, Peppa. Schorsch trifft jede einzelne Blume und ich nicht. Ist ja nicht so schlimm, wenn Schorsch in manchen Dingen etwas besser ist als du. Aber ich bin größer. Tja, ich bin auch viel größer als du, Peppa. Aber du bist viel schneller als ich und viel kitzliger. Manchmal ist es egal, wer größer ist. Da muss man ein Team sein. Und wenn wir als Team arbeiten, seid ihr definitiv noch kitzliger. Okay. Schorsch hat vor der Blume ein bisschen Angst. Alles gut, Schorsch. Die ist nicht echt. Mir reicht's, Blume. Du bist nicht gerade sehr nett zu meinem kleinen Bruder. Hiya! Ich kann es doch. Komm schon, Schorsch. Wir müssen zusammenarbeiten. Du bist so gut darin. Ja, wir schaffen es. Gut gemacht, Peppa und Schorsch. Peppa und Schorsch haben alle Blumen gegossen. Sie lieben die rauschenden Gießkannen. Seht ihr? Ihr zwei seid ein echt tolles Team. Peppa und Schorsch versuchen heute, eine Rutsche zu bauen. Was wird das? Wir haben eine Rutsche gebaut. Aber sie ist nicht besonders rutschig. Als ich noch klein war, habe ich eine riesige Rutsche auf dem Hügel vor unserem Haus gebaut. Und die war sehr rutschig. Mach dort! Ich bin spät dran fürs Mütterfeuerwehrtreffen. Mama, Mama! Papa baut uns eine große Rutsche auf dem Hügel. Was? Nein, ich sagte nur... Tolle Idee. Muss los. Ich liebe euch. Schätze, dann bauen wir eine.
Papa Schorsch und Papa Wutz benutzen große Laken, um die Rutsche zu bauen. Ja! Ja. Oh, es ist gar nicht rutschig. Aha, weil wir noch Spülmittel brauchen. Und Wasser. Tada! Schnapp ihn! Bestimmt ist es jetzt der... Das Spülmittel und das Wasser haben die Rutsche sehr rutschig gemacht. Genau wie in meiner Erinnerung. Rutschen wir noch mal. Die rutschige Rutsche macht allen großen Spaß. Ich hab's noch drauf. Halt dich fest, Teddy. Und jetzt alle zusammen. Das ist so. Aber jetzt ist der Hügel so rutschig, dass es keiner mehr bis ganz nach oben schafft. Oh je. Mama Wutz kommt gerade rechtzeitig von ihrem Feuerwehrtreffen zurück. Vielen Dank fürs Mitnehmen. Oh. Hallo. Hier unten. Was macht ihr denn alle da unten? Wir stecken fest. Ihr feiert ein Fest? Nein. Was ist passiert? Irgendwas mit Fest. Wir stecken fest. Wir stecken fest. Was? Na gut, dann lasst sie uns mal retten. Haltet euch am Schlauch fest. Danke. Kein Problem, dafür sind wir ja da. Drehen wir das jetzt ab. Ups. Wir stecken wieder fest. Jeder liebt rutschige Rutschen. Besonders dann, wenn es am Ende der Rutsche eine große Schlammpfütze gibt. Peppa und Schorsch nehmen heute an der Weihnachtstradition teil, im Meer schwimmen zu gehen. Freust du dich auch darauf, an Weihnachten im Meer schwimmen zu gehen? Ja, Mama. Vergiss nicht, das Meer ist sicher ziemlich kalt. Schließlich haben wir ja Winter. Mama und Papa Wutz lieben das kalte Wasser. Es ist zu kalt. Aber Peppa und Schorsch ist es etwas zu kalt. Oh, es ist nicht so kalt. Es ist erfrischend. Wollt ihr aus dem Wasser raus? Wieso wartet ihr nicht hier bei mir im Trockenen? Hier ist es etwas wärmer. Ja, bitte. Ich bleibe lieber auch am Strand. Und ich gehe wieder ins Wasser. Wuhu, hiermit wird euch bestimmt wieder warm. Heiße Schokolade. Hi, Schoki. Wenn Kinder heiße Schokolade trinken, wird ihnen nicht kalt. Viel besser. Viel besser. Heiße Schokolade sorgt auch dafür, dass Erwachsenen nicht kalt wird. Juhu! Wird dir etwa kalt, Papa Wutz? Nein, das kalte Wasser ist erfrischend. Finde ich auch. Yippie! Oh, rieche ich da heiße Schokolade? Ich brauche ein warmes Getränk nach diesem erfrischenden Bad. Wir auch. Hat hier jemand Lust auf ein Barbecue? Ja, bitte. Ja, bitte. Und eine heiße Schokolade, bitte. Falls noch was übrig ist. Eins, zwei, drei, vier, wow. Mama Wutz und Herr Bulle werden auch langsam vom Barbecue am Strand angezogen. Vom vielen Schwimmen wird man hungrig. Ist noch etwas leckeres Essen übrig? Perfekt. Es ist genug für alle da. Ist dir wieder warm, Peppa? Ja,
Ich hab mich aufgewärmt und mir ist jetzt so warm wie dem Maiskolben. Und alle lieben es, an Weihnachten im Meer schwimmen zu gehen. Aber noch mehr lieben es alle, warm angezogen zu sein. Peppa und ihre Freunde sind heute im Freibad. Oh, also wirklich, ihr zwei? Geht bitte alle ins Wasser. Was ist das, Peppa? Oh, eine Schwimmbrille. Damit sehe ich unter Wasser, so wie eine Meerjungfrau. Tada! Wow! Wow, die kannst du in unserem Spiel benutzen. Es heißt Quack, Quack, Hop. Oh. Wie spielt man das? Nun ja, eine Person ist ein Flamingo. Ah. Zoe, du bist unser erster Flamingo. Ja, ich bin der Flamingo. Und alle anderen sind Enten. Ganz genau. So, die Enten schwimmen im Wasser herum und wenn der Flamingo dann hupt, heißt das, er will eine Ente fangen. Und wer gefangen wird, ist in der nächsten Runde der Flamingo. Fertig? Los! Alle lieben es, Enten nachzumachen. Aber jetzt werden sie von Flamingo Zoe gejagt. Quack, quack, quack. Ja, hab dich, Gerald. Oh nein. Jetzt ist Gerald Giraffe der Flamingo. Wo bist du, kleine Ente? Peppa und ihren Freunden macht das Spiel großen Spaß. Wo ist der Flammtango? Oh, ich meine, hup. Quack, quack. Und jetzt ist Peppa der Flamingo. Frau Mümmel, wie wissen wir, wer gewonnen hat? Ah, dafür müssen wir was anderes spielen. Das Wackelpudding-Spiel. Oh. Los, rauf mit euch. Wer als Letzter ins Wasser fällt, hat gewonnen. Alle klettern auf das große Floß. Aber es ist sehr wackelig. Genau wie... Pudding auf den Tisch! Pudding auf den Tisch! Ich schätze, das bedeutet, alle haben gewonnen. Alle lieben es, im Schwimmbad Spiele zu spielen. Und alle lieben es, gemeinsam zu gewinnen. Peppa und Mama Wutz fahren heute mit Autoscootern auf dem Jahrmarkt. Du kriegst mich nicht, Luisa. Oh, doch, warte nur. Komm mit, Peppa. Wir haben etwas entdeckt. Eine Wildwasserbahn! Da spritzt es extrem! Ich liebe es, wenn es spritzt! Man wird nass? Mama Wutz mag keine Fahrgeschäfte, bei denen man nass wird. Wie wäre es mit einem Fahrgeschäft, bei dem es nicht spritzt? Wie diese Bank hier. Oh, das macht Spaß! Ui! Hier setzen wir uns hin, aber nachher! Komm schon, Mama! Alle sind bei der neuen Wildwasserbahn angekommen. Sie heißt Selleriestick-Wasserfall. Stopp! Oh, das spritzt ja gewaltig. Ja, es spritzt ganz, ganz extrem. Erwachsen nach vorne! Das heißt, du, Mama Wutz, sitzt hier. Oh, klar. Okay. Viel Vergnügen! Oh, hier ist es ja ganz nett. Zuerst steigt das Boot ganz hoch hinauf. Plitsch, platsch, nass. Wir haben alle Spaß.
Nicht jeder hier wird gerne nass. Juhu! Soll es ein bisschen spritzen, viel spritzen oder extrem spritzen? Es soll extrem spritzen, bitte. Ja! Okidoki, bereit? Ja! Nein. 5 gegen 1 und los geht's! Die Wasserbahnfahrt ist sehr rasant und es spritzt gewaltig. Tja, endlich bin ich trocken. Nein, ich verliere. Yay! Das war fantastisch! Es hat wirklich sehr extrem gespritzt. Mama, was tust du denn da? Das Gespritze war fantastisch! Fahren wir nochmal! Jetzt liebt Mama Wutz es auch, wenn es extrem spritzt. Peppa und ihre Freunde sind heute im Freizeitbad. Hallo allerseits! Hallo, Frau Mimmel! Bevor ihr ins Wasser dürft, müsst ihr ein paar wichtige Regeln lernen. Ja. Frau Mimmel erklärt allen, wie sie im Schwimmbad sicher sind. Regel Nummer 1 ist, nicht planschen. Nicht planschen, Herr Bulle. Ups, tut mir leid, Peppa. Tut mir leid, Frau Mimmel. Schon in Ordnung, Herr Bulle. Regel Nummer 2 ist, nicht rennen. Herr Bulle, Sie Dummerchen, nicht rennen. Tut mir leid. Herr Bulle kennt keine einzige Regel. Oh, und die letzte Regel ist, jeder hier muss heute einen Riesenspaß haben. Oh. Oh. Haben Sie einen Riesenspaß, Herr Bulle? Oh, den werde ich haben. Ich wünsche euch viel Spaß im Wasser. Was machen wir als erstes? Gehen wir auf die Wasserrutsche. Hurra! Alle freuen sich schon darauf, die Wasserrutschen hinunterzurutschen. Hallo zusammen. Wer von euch will hinunterrutschen? Ich. Tja, ihr habt Glück. Ja. Es gibt eine Rutsche für jeden von euch. Machen wir ein Wettrennen. Gute Idee. Zum Glück habe ich eine Flagge hier. Auf die Plätze. Fertig. Los. Und Klausi Kleff geht in Führung. Gefolgt von Peppa. Gerald Giraffe und Luzi Locke liegen auf den Plätzen 3 und 4. Das Rennen ist äußerst knapp. Ein wahnsinnig spannendes Wasserrutschrennen. Hallo, Oma. Hallo, Herr Bulle. Sie nähern sich der Ziellinie. Alle liegen Kopf an Kopf. Wer wird wohl am Ende gewinnen? Es ist ein Unentschieden. Jeder hat gewonnen. Peppa und ihren Freunden machte das Rutschen großen Spaß. Aber sie haben dabei Regel 1 des Freizeitbads vergessen. Nicht planschen. Peppa und ihre Familie sind heute in der Kletterhalle. Hier ist alles ziemlich hoch, nicht wahr? Ich schätze, Schorsch und ich versuchen uns an den niedrigen Sachen. Papa hat Höhenangst, Frau Mimmel. Hauptsache, es macht ihm Spaß. Das ist wichtig. Aber keine Sorge, mit dem Gurt und dem Helm bist du sicher. Ich schätze, es sind nur wir zwei. Yippie! Komm mit, Mama. Die erste Station in der Kletterhalle ist die sehr hohe Rutsche. Wow!
Ich habe noch nie so eine hohe Rutsche gesehen. Ja, wie erreichen wir die Spitze, Frau Mümmel? Ihr setzt euch hier unten hin und haltet euch an der Stange fest. Gut festhalten. Ihr werdet die Rutsche hochgezogen. Ihr lasst los, wenn ihr runterrutschen wollt. Lass einfach los. Ja, viel Spaß. Peppa und Mama Wutz werden immer weiter die Rutsche hochgezogen. Jetzt sind sie ganz oben. Mama, willst du vielleicht zuerst loslassen? Zählen wir bis drei und lassen beide los. Okay. Eins, zwei, los! Oh. Papa, das musst du machen. Es ist so hoch. Oh, nein, danke. Schorsch und mir gefällt diese Rutsche, oder? Jetzt sind die wackeligen Säulenstufen dran. Nur mit sehr gutem Gleichgewicht schafft man es hoch, ohne runterzufallen. Aber solltet ihr fallen, fangen euch diese Seile auf. Absolut sicher. Oh, das ist... etwas knifflig. Mama! Ups! Hopp, hurra! Ich hab's geschafft! Gut gemacht, Peppa! Papa Wutz und Schorsch macht es Spaß, über die kleineren wackeligen Stufen zu gehen. Ja, wir sind gut! Die letzte Station für Peppa und Mama Wutz ist das Wettklettern. Wer zuerst die Spitze der Kletterwand erreicht und den Buzzer drückt, gewinnt! Alles gut, Peppa? Ich denke, ich habe auch Höhenangst, Mama. Oh, kein Problem. Sollen wir wieder runterklettern? Oh, ich wollte unbedingt oben den Buzzer drücken. Oh, Peppa, du kannst stolz sein. Du hast's versucht. Und nächstes Mal kannst du es wieder versuchen. Oh, du hast schon wieder gewonnen. Peppa, wieso kletterst du nicht hier gegen Schorsch um die Wette? Ich komme. Das macht genauso viel Spaß. Und das ganz ohne Höhenangst. Peppa liebt die Kletterhalle. Jeder liebt die Kletterhalle. Mama, ich muss echt ganz dringend pinkeln. Mama, ich platze gleich. Aha, keine Sorge, Peppa. Hier steht ja schon eine Toilette. Peppa muss heute dringend auf die Toilette. Und diese Toilette ist der Wahnsinn. Wo ist die Toilette? Ach, Peppa, die ist, ich weiß nicht, wo sie ist. Sie ist hier. Musst du auch pinkeln, Schorsch? Nein! Fertig! Jetzt wasche ich mir die Hände. So, die sind sauber. So, welcher Knopf spült die Toilette? Der hier sieht aus wie fließendes Wasser. Peppa hat versehentlich den Händetrockner angemacht. Ups! Vielleicht ist es der hier. Oh! Oder vielleicht der hier. Mama, dürfen wir auch aufs Klo gehen, bitte? Jetzt ist nur noch ein Knopf übrig. Oh, die Toilettenspülung muss der da sein. Puh, alles erledigt. So, Schorsch, musst du ganz sicher nicht aufs Klo gehen, bevor wir gehen? Nein. Sehr schön, gehen wir. Aber Mama, guck doch, wie dreckig es hier ist. Keine Sorge, das ist ein sehr, sehr schickes Klo. Wir müssen jetzt einfach nur hinausgehen. Und wie durch Zauberhand, tada! Die sehr, sehr schicke Toilette putzt sich von allein. Diese Toilette ist der Wahnsinn!
Peppa und ihre Familie gehen jetzt nach Hause. Aber nun ist es Schorsch, der herumzappelt. Was hast du, Schorsch? Musst du auf Toilette? Aber wir waren gerade auf der Toilette. Na gut, gehen wir zurück. Ich hoffe, du kannst es noch einhalten. Schorsch muss dringend die sehr, sehr schicke Toilette benutzen. Alle müssen dringend die sehr, sehr schicke Toilette benutzen. Peppa und ihre Familie sind ins Museum gegangen, um mehr über Dinosaurier zu erfahren. Tut mir leid, ich wollte euch nicht erschrecken. So sagen Dinosaurier halt Hallo. Nun, seid ihr bereit für einen echten Dinosaurier? Im neuen Zeitreisenraum reisen wir zurück in die Zeit der Dinosaurier und treffen so auf welche. Dinosaurier! Er meint damit eigentlich, ja bitte, Frau Mümmel. Yeah. Im Zeitreisenraum kann man zurück in die Zeit reisen, als es noch Dinosaurier gab. Wir wollen nicht, dass bei der Zeitreise jemand verletzt wird. Versteht ihr? Eure Hände und Füße müssen immer innerhalb der Zeitmaschine bleiben. Ups. Wenn ihr etwas genauer sehen wollt, benutzt das spezielle Zeitreisen-Fernglas. Und egal, was passiert, steigt niemals auf einen Schmetterling. Aber wieso sollte denn jemand auf einen Schmetterling steigen, Frau Mümmel? Du wärst überrascht, Peppa. Na egal. Legen wir los! Frau Mümmels Zeitmaschine bringt alle zurück in die Zeit der Dinosaurier. Sie lebten vor ganz, ganz langer Zeit. Und das sollte reichen. Wir sind da! Na klar doch! Im Dinosaurier-Dschungel gibt es viel zu sehen. Guck mal, ein Vulkan da! Wow! Und viele Kurzschwanzflugsaurier. Die sind so schön! Aber Schorsch ist nur wegen einer Sache hier. Dinosaurier! Dinosaurier! Oh, der taucht noch auf. Aber vergiss nicht, echte Dinosaurier waren größer als der hier, Schorsch, da wir gerade davon sprechen. Oh je, der Dinosaurier ist etwas gruseliger, als Schorsch erwartet hat. Und Pause! Tut mir leid, mein Dinosaurierfreund wollte dir keine Angst machen. So sagen Dinosaurier Hallo, weißt du noch? Dann lass uns zurückbrüllen und auch Hallo sagen. Dann weiß er, dass wir nett sind. Und das Gute an Zeitreisen ist, man kann die Dinge wiederholt erleben. Willst du es vielleicht noch einmal versuchen, Schorsch? Dann wieder von vorn. Bereit, Schorsch? Eins, zwei, drei. Toll gemacht, Schorsch. Schorsch ist froh, dass Peppa ihm geholfen hat, mutig zu sein. Oh, willst du es noch mal machen? Okay, alles klar. Und Schorsch freut sich riesig, dass er auf einen Dinosaurier getroffen ist. Schorsch und Papa Wutz sind heute im Supermarkt. Diese Reise in die Leere des Alls hat mir großen Spaß gemacht. Wo ist Mama Wutz? Sie wollte uns doch mit dem Auto abholen. Tja, während wir warten, darfst du einmal mit der Rakete fahren. Und ich werde sie schnell anrufen. Peppa und Mama Wutz sind auf dem Weg zum Supermarkt. Aber sie stecken im Verkehr fest. Stopp! Los! Stopp! Das macht großen Spaß! Was? Stopp! Los! Hallo, Papa Wutz. Wir sind unterwegs. Hier ist nur eine Baustelle. Stopp! Los! Stopp! Los!
Komm mit, probieren wir die anderen Fahrautomaten aus. Ja. Schorsch gefällt die Fahrt mit dem Springfrosch. Und Peppa hat Spaß im wippenden Auto. Die Automaten fahren im Kreis, genauso wie das Auto. Wir fahren im Kreis, wir fahren im Kreis, wir fahren im Kreis, wir fahren. Und rauf und runter. Oh, ja. Aber am Ende. Oh, wir sind da. Ja. Na, endlich. Hallo, Papa. Hallo, Schorsch. Hallo. Oh, die Verspätung tut mir leid. Das macht nichts. Schorsch haben die holpernden, wippenden und sich drehenden Automaten großen Spaß gemacht. Hä? Aber jetzt müssen wir los, Schorsch. Oh je, Schorsch will noch nicht gehen. Die Fahrautomaten machen ihm viel zu viel Spaß. Keine Sorge, Schorsch. Im Auto wirst du genauso viel Spaß haben. Es dreht sich. Und wippt. Und holpert. Die Fahrt vom Supermarkt nach Hause macht Schorsch großen Spaß. Die Fahrt macht allen großen Spaß. Peppa ist heute eine Wissenschaftlerin. Willkommen im Wissenschaftsmuseum. Ah, Peppa und ihre Freunde sind im Wissenschaftsmuseum mit Frau Mümmel. Ihr müsst mir dabei helfen, ein paar knifflige Wissenschaftsprobleme zu lösen. Ja! Zuerst müssen wir einen Weg finden, um eine Brücke für dieses Spielzeugauto zu bauen. Und zwar nur aus diesen Materialien. Oh, was ist das? Da ist so viel Zeug. Wir sollten etwas Stabileres benutzen. Ich hab's! Wir brauchen etwas, das leichter ist und weniger spritzt. Nehmen wir das. Peppa benutzt weichen Schaumstoff für ihre Brücke. Ja! Der Schaumstoff schwimmt, weil er leicht ist. Und er ist stabil genug fürs Auto. Heureka! Was heißt denn das, Frau Mümmel? Oh, wir Wissenschaftler sagen Heureka, wenn wir etwas rausfinden. So wie hier. Alle mir nach! Heureka! Beim nächsten Problem geht es um Farbe. Versuchen wir herauszufinden, wie wir Madame Gazelle grün machen können. Oh. Peppa, du bist blau geworden. Oh, wir müssen bestimmt durch eine grüne Platte gucken. Oh. Aber hier ist keine grüne Platte. Oh. Aber gelb und blau zusammen ergibt grün. Das stimmt. Mischt man Farben, ergibt das neue Farben. Peppa und ihre Freunde kommen zum letzten Wissenschaftsproblem. Dürfen wir bitte hinunterrutschen, Frau Mümmel? Ja, wir müssen rausfinden, welche Rutsche am schnellsten ist. Stellt euch in Zweierreihen auf. Die Kinder nehmen sich einen Sack und wählen eine Rutsche aus. Fertig, los! Die Grasrutsche ist zu rau, um schnell zu sein. Da, da, da. Diese Stoffrutsche ist noch rauer und langsamer. Und? Aber die Plastikrutsche ist sehr glatt. Deshalb rutscht man darauf sehr schnell. Fantastisch! Ihr habt alle Wissenschaftsprobleme gelöst. Das nennt man Experimentieren. Und was sagen wir, wenn wir etwas herausfinden? Heureka! Madame Gazelle? Wie kommen wir runter? Alle lieben es, Wissenschaftler zu sein. Peppas Spielgruppe besucht heute eine Zahnpastafabrik. Und so wird die Zahnpasta gemacht. Alles klar? Tja, wichtiger ist, dass ihr euch richtig die Zähne putzt. Hier entlang. In der Zahnpastafabrik lernt man durch lustige Spiele, wie man sich die Zähne putzt. Steuert die Zahnpasta, dann
drückt ihr den Knopf, damit genau die richtige Menge rauskommt. Und wie viel Zahnpasta ist das? Ein ganz kleiner Klecks. Super, dann legt los. Ja. Genau die richtige Menge Zahnpasta. Toll gemacht. Peppa ist sehr gut bei diesem Spiel. Aber Schorsch ist etwas verwirrt. So geht das nicht, Schorsch. Ich helfe dir. Sie kommt auf diese Zahnbürste, nicht in deinen Mund. Das habt ihr toll gemacht. Mir nach. Jetzt putzen wir uns die Zähne, damit sie sauber werden. Wiedersehen, Essensreste. Schoko, 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 schoko. Das war's. Na gut. Und jetzt ihr. Ja. Ja. Nimm das, Kamerad. Putzt euch die Zähne, bleibt sauber. Peppa ist auch bei diesem Spiel gut. Aber Schorsch ist wieder verwirrt. Nein, Schorsch. Du musst die großen Zähne putzen, nicht deine eigenen. Guck her, so. Toll gemacht. Diese Zähne sind wieder strahlend weiß. Es fehlt nur noch ein Schritt. Man muss die Zahnbürste mit Wasser abspülen. Und zwar so. Piu, piu, piu. Auf die Plätze, fertig. Piu. Dieses Spiel macht allen großen Spaß. Nur Schorsch versucht, sich selbst anzusprühen. Du musst da lang zielen, auf die Zahnbürste. Was hast du, Schorsch? Oh, willst du dir die Zähne putzen? Schorsch war also gar nicht verwirrt. Er wollte sich nur die Zähne putzen. Kein Problem, Schorsch. Wir bekommen später sicherlich noch Tüten mit Zahnbürsten und Zahnpasta zum Mitnehmen. Nicht wahr, Frau Mümmel? Oh, ja. Geschenktüten. Na klar, gut. Wartet einen Augenblick. Bin gleich soweit. So, hier. Danke. Danke, Frau Mümmel. Vergiss nicht, Schorsch. Nur ein kleiner Klecks fürs Zähneputzen. Und dann ausspülen. Schorsch liebt es, sich die Zähne zu putzen. Alle lieben das Zähneputzen. Hallo! Peppa und ihre Familie sind in einem Sandwichladen, um Mittag zu essen. Peppa, in diesem Sandwichladen wird nicht an der Theke bestellt, sondern hier auf diesen Spezialbildschirmen. Oh, tut mir leid. Versuch doch mal, ein Sandwich zu bestellen, Peppa. Oh. Hier kannst du die Zutaten auswählen, mit denen dein Baguette belegt werden soll. Ich habe mega Hunger. Ich möchte ein wirklich großes, langes Baguette, bitte. Salat, Tomaten und ganz viel Käse. Peppa wählt sehr viel Käse aus. Daher wird ihr Sandwich immer größer und größer. Ich weiß, dass du hungrig bist, Peppa. Aber das ist wohl etwas zu viel Käse. Oh, okay. Jetzt drückst du hier auf Bestellen, dann wird dein Sandwich gemacht. Die Köche haben Peppas Bestellung erhalten und machen sich sofort an die Arbeit. Es sieht so lecker aus. Und so käsig. Jetzt kann sich Schorsch sein Sandwich bestellen. Guck, dieses Kindermenü kommt mit einer besonderen Überraschung. Überraschung! Schorsch wartet ungeduldig auf seine Überraschung. Jetzt ist Mama Wutz dran mit Bestellen. Ich hätte gerne dasselbe wie immer. Tomatenpilze, 6 Essiggurken, 2 Käsescheiben, Oliven, keine Salatgurken, eine halbe rote Paprikaschote und Chilisauce in einem Vollkornbaguette. Hast du Salatgurken gesagt? Nein, nein! Nein! Schorsch, nein! Oh, oh! Schorsch, nein! Ich schätze mal, es ist gut, was Neues auszuprobieren. Peppa und Schorsch genießen ihr Mittagessen, während Mama Wutz noch auf ihr Spezialsandwich wartet. Es ist so käsig! Dinosaurier! Überraschung! Jetzt wird Mama Wutz Brötchen zubereitet.
Es wird etwas größer, als sie erwartet hat. Es ist fertig, Mama. Oh. So, groß. Das kann ich niemals alleine aufessen. Wollen Sie mitessen? Oh, es ist ziemlich scharf, oder? Aber wirklich lecker. Mein neues Lieblingssandwich. Alle genießen ihre Sandwiches. Sogar Mama Wutz, die eigentlich ein anderes Sandwich wollte. Oh, Jemine, jemand hat meinen edlen Hut gestohlen. Hallihallo, hallo. Ich bin Polizeiwachtmeister Teddy. Ich werde Ihnen helfen. Peppa und ihre Freunde spielen Räuber und Gendarm mit ihren Spielsachen. Ich war's nicht. Ich nicht. Aha, Sie haben den Hut, Herr Roboter. Sie sind festgenommen. Oh, nein. Und nun kommen Sie ins Gefängnis. Oh, danke, Polizeiwachtmeister Teddy. Teddy liebt es, Polizist zu spielen. Aber jetzt habe ich doch kein Spielzeug mehr zum Spielen. Oh je. Ich hol die Autos. Alle Spielsachen machen sich bereit für ein Wettrennen. Stopp! Sie fahren viel zu schnell, Froschi. Ich stell sie unter A Nest. Piep, piep, piep. Aber Froschi war dabei zu gewinnen. Jetzt hat Luzis Eule zum Tee eingeladen. Hier ist ihr Tee, Sir. Und zwar Schorschs Dinosaurier. Hallihallo. Dieser Tee ist zu heiß. Ich stell sie unter A Test. Aber ich mag das Gefängnis nicht. Und jetzt spielt Schorschs Dinosaurier ganz allein. Hallihallo. Sie machen viel zu viel Unordnung. Ich stell sie unter Arrest. Dinosaurier. Das war lustig. Was spielen wir als nächstes? Hä? Wo sind eure Spielsachen? Oh je. Peppas Freunde sind nicht gerade glücklich. Wir wollten doch gar nicht alle traurig machen. Teddy und ich wollten nur helfen. Vielleicht sollten wir ins Gefängnis gehen. Oder? Es geht gar niemand ins Gefängnis. Polizeiwachtmeister Teddy und du könnt allen genauso helfen, wie es richtige Polizisten jeden Tag machen. Gute Idee, Mama! Polizeiwachtmeister Teddy hilft gern! Polizeiwachtmeister Teddy hilft dabei, dass beim Autorennen alle sicher sind. Auf die Plätze! Fertig? Seid ganz vorsichtig! Los! Dass alle ihren Tee genießen. Willst du noch eine Tasse Tee, Froschi? Jetzt ist er nicht zu heiß. Danke, Polizeiwachtmeister Teddy. Und dass alle viele verschiedene Blumenhüte anprobieren. Du bist stumm geschaltet. Wir hören dich nicht. Mama Wutz macht heute einen Videoanruf. Ach, egal. Lasst uns das später abrunden. Inzwischen... Hä? Oh! Tut mir leid, ich werde mich jetzt kurz stumm schalten. Bis gleich. Hallo, Mama. Uns ist langweilig. Kannst du mit uns spielen? Ja! Ich bin leider mitten in einem Videoanruf. Dürfen wir auch einen Videoanruf machen? Bittet einfach, Papa Wutz mit euch einen zu machen. Komm mit, Schorsch. Oh. Papa Wutz hat einen Videoanruf mit Oma und Opa Wutz gestartet. Hallo, Peppa. Und hallo, Schorsch. Hey, ich möchte auch im Bild sein, Schorsch. Schorsch, kannst du uns hören? Wo ist Peppa? Ich bin hier! Peppa hat sich über Papa Wutz Tablet zugeschaltet. Lasst uns das abrunden, Oma und Opa Wutz. Oh. Abrunden? Was meint sie denn? Sie meint wohl eine dieser runden Schaltflächen.
Oh, das war falsch. Opa Wutz hat einen Filter eingeschaltet. Oh, ihr seid Roboter. Und Schorsch ist ein Schneemann. Und ich bin ein Spaghetti-Monster. Blub, 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 blub. Man kann viele lustige Filter auswählen. Oh je, was ist das denn jetzt? Oh, aha, das ist besser. Wo gehst du denn hin, Peppa? Jetzt sind zwei Peppas im Bild zu sehen. Hallo! Wenn du redest, hört man jetzt ein Echo, Peppa. Lass uns Mama anrufen. Oh, du bist stumm geschaltet. Ups. Das verstehe sogar ich. Entschuldigt bitte. Wo ist Papa? Ich bin hier. Dinosaurier! Jetzt sind alle beim Videoanruf dabei. Und alle sind jetzt Dinosaurier. Abendessen ist fertig. Es ist Zeit aufzulegen. Tschüss, Oma und Opa. Tschüss, bis bald. Oh, tschüss. Wir haben für heute genug auf Bildschirme geguckt. Wir können es später abrunden. Peppa und ihre Spielgruppe sind heute zu Besuch in einer Saftfabrik. Dort lernen sie, wie Saft gemacht wird. Und das hier ist die Saftpresse. Sie presst den ganzen Saft aus den Orangen raus. Darf ich auch ein paar Orangen pressen, Frau Mümmel? Natürlich. Jeder von euch darf das. Hurra! Ja! Orangen zu pressen macht allen großen Spaß. Aber es ist wirklich harte Arbeit. Meine Hände sind müde. Kein Problem, denn als nächstes seht ihr den Saftstampfer. Oh! Die großen Stiefel des Stampfers quetschen den ganzen Saft aus den Erdbeeren heraus. Darf ich mal stampfen, Frau Mümmel? Ja, das dürft ihr natürlich alle. Hurra! Schlüpft in diese Stiefel und stampft drauf los. Das ist genauso wie beim Springen in Schlammpfützen. Das habt ihr gut gemacht. Und jetzt folgt mir bitte. Hier kommt der Saft in Getränkekartons. Die Farbe des Safts muss mit der Farbe des Kartons übereinstimmen. Welcher Saft passt hier dazu? Piep. Er ist rot. Ist es Erdbeere? Gut gemacht, Mandy. Drück den roten Knopf, um ihn zu füllen. Und was ist mit diesem hier? Er ist grün. Also Apfel. Ganz genau, Luzi. Und der hier? Er hat ganz viele Farben. Gut gemacht, Peppa. Du hast gerade eine neue Geschmacksrichtung erschaffen. Ich nenne ihn Regenbogensaft. Jeder findet, dass der Regenbogensaft wirklich ganz köstlich aussieht. Das hier ist der Probierraum. Hier stellen wir sicher, dass alle Säfte super mega lecker sind. Oh. Damit es Spaß macht, müsst ihr erraten, welchen Saft ihr da probiert. Peppa und ihre Spielgruppe lieben es, Säfte zu probieren. Miam, das ist Orangensaft. Das ist Apfelsaft. Das schmeckt wie alle Säfte zusammen. Ja, denn es ist dein spezieller Regenbogensaft. Miam, miam, miam. Peppa lernt gern mehr über Säfte. Und sie liebt ihren leckeren Regenbogensaft. Hi. Peppa geht heute in Luisa Löffels Bau. Tschüss, Mama. Oh. Peppa ist heute bereits in Luisa Löffels Bau. Peppa ist hier, um ein neues Videospiel zu spielen. Es heißt Karottenfinder.
Möchtest du es spielen? Ja, bitte. Ich bin wirklich einsame Klasse im Spiele spielen. Oh je, Peppa weiß nicht, wie man das Spiel startet. Ich bin wirklich einsame Klasse im Spiele spielen. Aber es würde vielleicht mehr Spaß machen, wenn du das Spiel startest, Luisa. Oh ja, ich wusste das. Als erstes suchst du ein Häschen aus. Dann hoppelst du herum und findest die Karotten. Oh ja. Peppa ist einsame Klasse im Spielen von Videospielen. Aber bei dem hier braucht sie vielleicht etwas Hilfe. Zeigst du mir, wie man Karotten findet, Luisa? Genau so. Ja! Ich bin gut darin. Oh. Ich bin dran. Wow! Luisa Löffel ist wirklich einsame Klasse in diesem Spiel. Wow! Du kannst wirklich super gut Karotten finden, Luisa. Ich hab ja auch ganz viel Übung darin. Wollen wir jetzt zusammen spielen? Man kann als Team spielen. Ja! Juhu! Hab sie! Ja. Hier ist eine! Da ist eine! Wie? Karotten! Neue Rekordpunktzahl! Hurra! Peppa und Luisa sind zusammen ein sehr gutes Team. Rosi, Robby, was macht ihr denn da? Oh. Hallo, ihr beiden! Habt ihr die Zwillinge gesehen? Sie sind mit unserem Essen davon! Wir werden sie finden. Wir können nämlich gut Karotten finden. Und Babyhäschen. Ein hab ich, Rosi. Hab dich. Hier ist Nummer 2. Robby, hab ihn. Ist noch gut. Peppa und Luisa sind sehr gute Karottenfinder. Ja! Hurra! Das Essen ist gerettet. Im Grunde sind Peppa und Luisa sogar wirklich einsame Klasse im Karottenfinden. Peppa und ihre Spielgruppe besuchen heute eine Schokoladenfabrik. Darf ich bitte von der Schokolade kosten, Frau Mümmel? Ja, klar, Peppa. Hurra! Aber erst muss sie noch gemacht werden. Oh. Peppa freut sich riesig darauf, Schokolade zu machen. Wie macht man sie denn, Frau Mümmel? Mit dieser Maschine. Hallo, Maschine. Machst du mir bitte ein bisschen Schokolade? Danke, Maschine. Ja. Darf ich sie jetzt kosten, bitte? Noch nicht, Peppa. Wir müssen sie erst dekorieren. Folgt mir. Alle sind begeistert, die Schokolade dekorieren zu dürfen. Jeder von euch darf eine Tafel Schokolade verzieren. Das sieht aus wie eine Schlammpfütze. Oui, aber spring nicht hinein, Peppa. Und zum Dekorieren dürft ihr alles nehmen, was auf dem Tisch da liegt, solange es lecker ist. Meine ist eine Karottenschokoladentafel. Ganz köstlich. Meine ist eine Käseschokoladentafel. Piep, jam, jam. Und meine ist eine Spaghetti-Schokoladentafel. Oh. Erdbeerstreifen sehen nämlich aus wie Spaghetti. Fabelhaft. Darf ich denn die Schokolade vielleicht jetzt kosten, Frau Mümmel? Beinahe, Peppa. Die Schokolade muss zuerst im Kühlschrank abkühlen. Der Kühlschrank ist sehr kalt. Darin wird die flüssige Schokolade zu harten Schokoladentafeln. Und fertig! Hurra! Dürfen wir jetzt bitte die Schokolade kosten, Frau Mümmel? Noch nicht, Pep. Oh, warte. Doch, jetzt schon. Sehr lecker. Ganz zu fiebelfabelhaft. Stimmt etwas nicht, Peppa? Nein, mir hat es nur so gut gefallen, als die Schokolade flüssig war, wie eine Schlammpfütze. Da hast du Glück.
denn ich habe noch eine Überraschung für euch. Und zwar... ein großer Schokoladenbrunnen! Der sieht ja aus wie eine riesengroße Schokoladenschlampfütze. Und hier ist viel gesundes Obst. Das könnt ihr eintauchen. Dankeschön, Frau Mümmel. Peppa liebt Schlammpfützen. Insbesondere dann, wenn sie aus Schokolade sind. Die Kinder besuchen heute den Keramikladen, weil Gerald Giraffe Geburtstag hat. Bitte, Herr Bulle. Ich bin es nicht, ehrlich. Hallo allerseits. Hier lang. Machen Sie bitte nichts kaputt, Herr Bulle. Ihr dürft alle Keramikgegenstände bemalen. Wie auch immer ihr wollt. Die einzige Regel ist, habt Spaß. Ich werde eine Tasse bemalen für Mama und Papa. Oh, ich auch. Und ich auch. Werd ich auch. Ich auch. Gerald Giraffe kann sehr gut malen. Das sieht klasse aus, Gerald. Danke, Peppa. Was malst du denn? Ich male auch eine Giraffe. Ich auch. Und ich auch. Ich auch. Oh. Alle wollen eine Giraffe malen. Genau wie Gerald. Wie malt man eine Giraffe, Emily? Ich weiß es nicht. Ich kopiere einfach Luzi. Und ich kopiere Peppa. Und ich kopiere Gerald. Peppas Freunde malen alle voneinander ab. Fertig. Ich bin auch fertig. Fertig. Ich auch. Ja. Meine sieht komisch aus. Meine auch. Komisch. Das ist doch klar, weil ihr habt alle voneinander abgemalt. Ihr habt sicher mehr Spaß, wenn ihr malt, was ihr malen wollt. Oh. Entschuldigung. Ich bemale das. Es sieht aus wie das Boot von Papa. Ich bemale eine Schüssel für die Brille meiner Oma. Sie verliert sie nämlich immer. Ich bemale eine Teekanne für meine Mama mit einem großen Rüssel. Und ich male eine schöne Schlammpfütze für meinen Papa. Alle malen jetzt etwas, das ihnen wichtig ist. Und allen macht es großen Spaß. Papa, schau dir mein Bild an. Ich hab das für dich gemacht. Wow, Peppa, es sieht aus wie eine riesige Schlammpfütze. Allen gefallen ihre bemalten Keramikgeschenke. Ich denke, Sie könnten noch etwas von den Kindern lernen, Frau Mümmel. Aber das sind... Okay, das war wirklich ich. Entschuldigung. Vier Karten, bitte. Viermal Popcorn, bitte. Vier Getränke, bitte. Peppa und ihre Familie sind heute ins Kino gegangen. Peppas Lieblingsbuch wurde nämlich verfilmt. Ach komm schon, Schorsch. Wir sehen uns doch gar nicht diesen Gruselfilm an. Unser Film ist nämlich mega lustig und gar nicht gruselig. Gruselfilme dürfen sich nur Erwachsene ansehen. Entschuldigung. Tut mir leid. Entschuldigung. Im Kino klappen die Sitze zusammen, wenn sie nicht benutzt werden. Aber Schorschs Sitz klappt auch dann zusammen, wenn er darin sitzt. Verzeihung, ich muss da durch. Beine einziehen. Zum Glück hat Frau Mümmel ein Spezialpolster, das den Sitz flach hält. Danke, Frau Mümmel. Kein Problem. Ich schon wieder. Wer hat Popcorn verschüttet? Schorsch mag es nicht, wenn es im Kinosaal dunkel wird. Wusch, wusch. Ja, es geht endlich los.
Entschuldigung. Schorsch mag auch keine lauten Geräusche. Da ist der Bösewicht. Oh je, Schorsch findet den Bösewicht in dem Film etwas gruselig. Soll ich mit Schorsch lieber hinausgehen? Aber dann verpasst du ja den ganzen Film. Oh. Peppa hat eine Idee, wie der Bösewicht auf Schorsch weniger gruselig wirkt. Hallo Schorsch, ich bin's. Ich tue im Film eigentlich nur so, als sei ich ein Bösewicht. Ich bin gar nicht so richtig gruselig. Nicht? Gruselig? Nein. Und mit diesem Zauberstab kann dir gar nichts passieren. Wusch! Wusch! Und am Ende der Geschichte leben alle glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Oh, wirklich? Wusch! Oh. Entschuldigung. Jeder liebt es, ins Kino zu gehen. Und Schorsch mag am allerliebsten Filme, die gut ausgehen. Peppa und Luzi spielen heute zusammen im Baumhaus. Oh, hallo Luzi. Leiste mir Gesellschaft. Wie unglaublich aufmerksam von dir. Sie spielen, erwachsen zu sein. Lasst uns eine köstliche Tasse Tee trinken. Mensch, sind dir die Wetterkapriolen aufgefallen? Jemand ist an der Tür. Entschuldigt die Störung. Deine Mama bringt dich jetzt nach Hause, Luzi. Oh, wir wollten gerade zusammen Tee trinken wie Erwachsene. Dürfen wir heute im Baumhaus übernachten, Opa? Bitte. Klar dürft ihr das. Du und Luzi könnt im Baumhaus schlafen. Opa Wutz und ich zelten hier draußen und passen auf euch auf. Peppa und Luzi freuen sich riesig darauf, im Baumhaus zu übernachten. Hier sind eure Schlafsäcke, Kissen, viele Kuscheltiere und das Beste, eine Laterne mit Sternenmuster. Wow! Tada! Ist schon fertig. Ah, Schätze, die brauche ich nicht. Opa Wutz freut sich darauf, im Zelt zu übernachten. Schätze, ich brauche sie doch. Wenn er es neu aufgestellt hat. Es ist Schlafenszeit. Daher gehen Opa und Oma Wutz in ihr Zelt. Gute Nacht, ihr zwei. Wir sind gleich hier, falls ihr uns braucht. Guck, Luzi, mein Schatten ist riesengroß. Meiner ist ein Vogel. Piep, 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 piep. Und meiner ist ein Schmetterling. Es ist wahnsinnig laut. Oma Wutz, wir brauchen dich. Ist alles in Ordnung? Da war ein extrem lautes Geräusch. Oh je. Du meine Güte. Ist es ein Monster? Oh nein, es sind keine Monster hier. Es ist nur Opa Wutz, der schnarcht. Peppa und Luzi lieben es, im Baumhaus zu übernachten. Oh, was soll das denn? Was ist denn passiert? Sogar wenn Opa Wutz direkt daneben schnarcht. Peppa Wutz und ihre Freunde sind heute ins Aquarium gegangen. Und sie tun alle so, als seien sie Fische. Miau, was ist das? Das ist ein Tintenfisch. Er hat 8 lange, lustig wackelnde Beine. Eigentlich hat ein Tintenfisch nur 2 lustig wackelnde Beine. Die restlichen 6 sind lustig wackelnde Arme. Wackel, 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 wackel.
Ich hätte auch gern eine Regenbogenflosse. Ja. Lass uns Meerjungfrauen sein. Aber wir haben keine Meerjungfrauenflossen. Die stellen wir uns vor. Hurra! Peppa und Luzi tun so, als seien sie Meerjungfrauen mit langen, hübschen Flossen. Hallo, Seepferdchen. Wir können genauso herumschwimmen wie ihr. Das ist so wunderschön. Was ist das? Das ist eine Auster. In ihr befindet sich eine Perle. Eine Perle? Was ist eine Perle? Ein sehr hübscher Gegenstand, der wunderschön funkelt. Wow. Dürfen wir sie öffnen und sehen? Austern öffnen sich erst, wenn sie bereit sind. Wir müssen also geduldig sein. Ich kann die Perle nicht sehen. Verzeihung, Herr Auster. Machen Sie uns bitte auf. Wir sind auch so geduldig. Sagen Sie ah, wie bei einem Zahnarzt. Oh, es klappt einfach nicht. Die kitzeln extrem. Kitzeln wir sie, damit sie aufgeht. Die Meerjungfrauen Peppa und Luzi kitzeln die Auster, um sie dazu zu bringen, dass sie sich öffnet. Sie kitzeln und kitzeln und kitzeln. Aber die Auster öffnet sich immer noch nicht. Es funktioniert nicht. Wir werden die Perle nie sehen. Wir müssen einfach abwarten. Da ist die Perle. Sie ist so wunderschön. Die Auster hat sich endlich geöffnet. Und die Perle darin ist wirklich sehr hübsch. Wackel, wackel. Ich würde so gerne die Perle sehen. Kann man sie denn irgendwie öffnen? Nein, Klausi. Wir müssen Geduld haben. Jeder weiß, dass es schwer sein kann, geduldig zu sein. Aber Peppa und Luzi wissen, dass sich das Warten für die wunderschöne Perle auszahlt. Peppa und Emily Elefant haben heute viel Spaß am Strand. Sie lieben das Wasser. Schau, Emily, ich bin ein Fisch. Oh. Blub, blub, blub. Ich habe eine Idee. Hier sind so viele Fische, Peppa. Oh, wie machst du das nur, Emily? Hältst du die Luft an? Nein, ich kann mit meinem Rüssel atmen, weil er ist so lang. Oh. Oh, was ist los, Peppa? Ich wünschte, ich hätte auch so einen Rüssel. Dann könnte ich unter Wasser atmen und die Fische sehen. Ich hab's. Komm mit mir, Peppa. Dieses Rohr trägst du in deinem Mund. Damit kannst du unter Wasser atmen. Wie Emilys Rüssel? Genau wie Emilys Rüssel. Wieso klingt deine Stimme so seltsam, Peppa? Wegen des Schnorchels. Damit kann ich unter Wasser atmen. Wie du. Guck. Nein, Peppa. Peppa, du musst vorsichtig sein. Bäh, der Schnorchel ist kaputt. Und das Wasser schmeckt furchtbar. Weil es eben Salzwasser ist, Peppa. Press mit dem Schnorchel im Mund die Lippen fest zusammen. So kannst du durch den Mund atmen, ohne Wasser zu schlucken. Du musst ganz, ganz langsam und tief atmen. Schau her. Peppa übt langsame, tiefe Atemzüge. Versuchst du es nochmal? Okay.
sonst ganz viele Fische gesehen. Ja, gut gemacht. Danke für deine Hilfe, Emily. Und um den Salzwassergeschmack loszuwerden, kriegst du von Schorsch und mir jetzt Eiscreme. Yeah! Ein super Strike für einen super Bowler. Heute gibt Luzi Locke eine Bowling-Party. Ich will auch einen super Strike schaffen. Ich weiß, wie es geht. Ich bin schon oft bowlen gewesen. Dann zeig bitte allen, wie es geht, Peppa. Okay. Machen wir ein Foto von uns für die Anzeigetafel. Stellt euch alle vor die Kamera und sagt Cheese. Cheese. Perfekt. Das ist eure Bowlingbahn. Jetzt nehmt ihr euch eine Bowlingkugel. Dann werft ihr sie gerade nach vorne. Genau so. Yay! Ja! Ich versuche es mal. Ich nehme die hier. Die rosa Kugel ist sehr schwer. Nimm lieber diese Kugel. Sie ist leichter. Du meine Güte! Vermisst jemand seine Kugel? Ich versuch's als nächstes. Wow! Pedro Ponys Kugel ist in die Rinne am Rand der Bowlingbahn gerollt. Ups. Ich bin dran. Luzi Locke, Pedro Pony und Gerald Giraffe haben beim Bowlen noch nicht den richtigen Dreh rausgekriegt. Keine Sorge. Wir müssen nur auf eine andere Art bowlen. Probiert es nochmal. Ich hole für euch die Trennwand hoch. Damit macht das Spielen auch Spaß. Hurra! Versuch du es jetzt, Pedro. Okay, aber ich will nicht, dass meine Kugel aufspringt. Kein Problem. Mit Hilfe der Rampe wird deine Kugel gerade ausrollen. Das macht Spaß! Peppa und ihren Freunden macht Bowling auf ihre eigene Art Riesenspaß. Aber Luzi Locke will immer noch einen Superstrike schaffen. Also gut, Kinder. Jeder darf noch einmal. Viel Glück! Seht genau hin! Luzi Locke rollt die Bowlingkugel rückwärts. Ein super Strike für einen super Bowler! Luzi Locke hat einen super Strike geschafft. Luzi Locke spielt gern Bowling. Jeder spielt gern Bowling. Hurra! Peppas Spielgruppe macht heute einen Ausflug zum See. Dort lernen die Kinder, wie man rudert. Wow! Ups, entschuldigt bitte! Hallo, Frau Mümmel. Hallo. Seid ihr bereit, heute in Booten zu rudern? Oh ja. Die Ruderboote stehen gleich da drüben. Los geht's. Hurra. Alle tragen Schwimmwesten und Helme, um auf den Booten geschützt zu sein. Sieht so aus, als wärt ihr alle startklar. Yeah. Ja. Peppa, Luzi und Pedro, ihr kommt ins rote Ruderboot zusammen mit mir und Opi Mümmel. Und Mandy, Emily und Klausi, ihr rudert im blauen Ruderboot zusammen mit mir und Captain Clem. Um das Boot zu rudern, müsst ihr diesen Stecken, der Ruder genannt wird, ins Wasser stecken und rudern. Genau so. Hau! Wuffi! Jetzt versucht ihr mal. Alle rudern ganz begeistert die Boote. Aber keiner arbeitet als Team zusammen. Warum bewegt sich das Boot nicht, Frau Captain Mümmel?
Alle müssen gleichzeitig rudern und die gleiche Bewegung machen. Genau so. Wenn ich Hau sage, steckt das Ruder ins Wasser. Und wenn ich Ruck sage, zieht es nach hinten. Versuchen wir es alle mal zusammen. Hau. Ruck. Gut gemacht. Hurra! Hau. Das Boot gleitet durch das Wasser. Alle arbeiten jetzt als Team zusammen. Das Rudern macht allen großen Spaß. Aber jetzt ist es fast an der Zeit, nach Hause zu gehen. Lasst uns zurück ans Ufer rudern, Kinder. Eure Eltern sind hier, um euch abzuholen. Fieb, können wir um die Wette rudern? Eine wunderbare Idee, Mandy. Oh. Seid ihr alle bereit? Bereit! Auf die Plätze, fertig, los! Alle rudern so schnell sie können zurück ans Ufer. Peppa hilft ihren Freunden dabei, als Team zu rudern. Ho, Ruck! Ruck, Schock! So ein Druck! Wir sind fast da! Kopf an Kopf! Oh. Und Gleichstand! Gut gemacht, Kinder! Hurra! Alle sind begeistert vom Rudern und alle lieben es, als Team zusammenzuarbeiten. Miam, miam, leckeres Essen. Miam, miam. Peppa und ihre Familie gehen heute auf dem Kreuzfahrtschiff in ein Restaurant der ganz besonderen Art. Dies ist eine besondere Art von Restaurant, denn hier gibt's ein Buffet. Nehmt euch einen Teller und wählt das aus, was euch schmeckt. Guten Appetit! Oh, super! Das Restaurantbuffet hat viele verschiedene Gerichte im Angebot. Was möchtest du essen, Peppa? Spaghetti habe ich am liebsten. Recht hast du. Aber nimm dir nicht zu viel. Wir können uns ja jederzeit Nachschub holen. Oh, gute Idee. Und was hättest du gern, Schorsch? Saft! Du hast Durst, oder? Dann machen wir uns am besten etwas Orangensaft. Hm, mal schauen. Aha! Die Orangensaftpresse ist sehr laut. Und es kommt nur ganz wenig Orangensaft heraus. Oh! Saft! Wir machen einfach mehr, keine Sorge. Ausgezeichnet. Ich kann's kaum erwarten. Fertig! Oh! Du hattest wirklich Kohldampf. Darf ich mir jetzt noch mehr holen, bitte? Na klar, komm mit. Hurra! Opa Wutz versucht immer noch, Schorsch ein Glas Orangensaft zu machen. Du meine Güte! Würden Sie uns bitte mehr Orangen bringen, Frau Mümmel? Ja, sofort! Peppa hat eine spezielle Pfannkuchenmaschine entdeckt. Nur ein Pfannkuchen, bitte, Herr Roboter. Ich kann mir später noch mehr holen. Fantastisch! Oh? Aha! Oma Wutz freut sich schon riesig auf ihre Spaghetti. Fertig! Danke, Pfannkuchenroboter! Aber jetzt hat Peppa auch Durst bekommen. Kriege ich auch ein Glas Saft, Oma Wutz? Na klar, Opa Wutz kümmert sich darum. Aber wieso braucht er denn so lange? Opa Wutz hat endlich ein Glas Orangensaft zusammenbekommen. Opa Wutz hat mittlerweile sogar viele Gläser mit Orangensaft gefüllt. Die Presse hat endlich aufgehört, Orangensaft zu machen. Puh! Du bist lustig, Opa. Du musst ja gar nicht so viel Saft machen. Du kannst dir ja später einfach noch mehr holen. Peppa liebt das Restaurantbuffet. Und Schorsch liebt seinen Orangensaft. Peppa und ihre Freunde gehen heute in den Süßwarenladen. Hallo, Frau Mümmel. Ich hätte ganz gern alles in diesem Süßwarenladen. Hier ist meine Münze. Peppa und ihre Freunde haben alle eine Münze, um sich etwas zu kaufen. Hier ist auch meine Münze. Und meine.
Und meine. Wow, das ist echt viel Geld. Aber es ist leider zu wenig, um alle Süßigkeiten zu kaufen. Oh, ja. Eine Münze ist perfekt, um meine neuen Süßigkeitenmaschinen zu testen. Oh. Ihr wählt einfach eine Maschine aus, werft eure Münze ein und drückt den großen roten Knopf. Erdbeerbänder. Aber Erdbeeren sind Obst, keine Süßigkeiten. Meine Süßigkeiten werden aus köstlichem, echtem Obst gemacht. Schmeckt viel besser und ist viel gesünder. Leckere Erdbeeren. Die sehen aus wie Haare. Du hast recht. Ich habe einen Erdbeerpferdeschwanz. Ich bin dran. Emily Elefant hat eine Regenbogenlutschermaschine entdeckt. Bei dieser Maschine drückst du den Knopf mit dem Symbol deines Lieblingsfruchtgeschmacks. Gelbe Banane. Oh, du liebst rote Äpfel. Und rosa Himbeeren. Und blaue Blaubeeren. Und grüne Äpfel. Du magst jeden Fruchtgeschmack. So fruchtig. Guckt mal, eine sich drehende Schüssel. Eine Süßigkeiten-Zahnseidenmaschine. Wirf einfach deine Münze ein und probier sie aus. Wow! Das schmeckt nach Kokosnuss. Es sieht genauso aus wie du, Luzi. Und jetzt sieht es noch mehr aus wie du. Was ist das? Du kannst es ja herausfinden. Aber ich dachte, das ist eine Süßigkeitenmaschine und keine Geldmaschine. Kann ich damit vielleicht echte Süßigkeiten kaufen? Das musst du gar nicht. Diese Münze ist schon eine Süßigkeit. Oh. Es ist eine Schokoladenmünze. Schokolade! Hurra! Peppa liebt Süßigkeiten aus dem Süßwarenladen. Jeder liebt Süßigkeiten aus dem Süßwarenladen. Peppa und ihre Familie sind im Supermarkt. Sie begeben sich jetzt zur Kasse, um für ihre Einkäufe zu zahlen. Tut mir leid, ich muss dringend aufs Klo. Ihr könnt die Selbstbedienungskasse benutzen. Bei der Selbstbedienungskasse kann man seine Einkäufe selbst einscannen und bezahlen. Was für ein großer Einkaufsroboter. Wollt ihr zwei alles einscannen? Ja, bitte. Hallo, liebe Kundin. Hallo, Einkaufsroboter. Stellt die Taschen bitte in den Einpackbereich. Tasche. Ja, Schorsch. Mamas Handtasche ist eine Tasche. Diese Tasche ist die falsche Tasche. Der Einkaufsroboter braucht Einkaufstaschen. Diese Tasche ist die richtige Tasche. Ja. Bitte Artikel einscannen. Peppa und Schorsch macht das Einscannen Spaß. Artikel nicht erkannt. Nochmal einscannen. Piep. Artikel immer noch nicht erkannt. Nochmal einscannen. Viele Einkäufer warten darauf, den Einkaufsroboter benutzen zu können. Artikel nicht erkannt. Es funktioniert nicht. Artikel nicht erkannt. Artikel nicht erkannt. Artikel erkannt. Ja! Bitte gib 10 Saftkartons in den Einpackbereich. 10? Das kann nicht stimmen. Wir brauchen nicht so viel Saft. Saftkartons entfernen. Mehr Saft hinzugefügt. Bitte gib 60 Saftkartons in den Einpackbereich. Abbrechen! So sollte es klappen. Mama Wutz kennt sich mit Computern aus und mit Einkaufsrobotern. Aber wie scannt man das ein, Mama? Die Ananas hat kein Etikett, das man einscannen kann. Man muss sie auf dem Bildschirm suchen. Tannenzapfen? Nein. Pinienkerne? Nein. Ananas. Hier ist sie. Ja! Artikel ist zu leicht. Und wie ist es jetzt? Artikel ist zu schwer. Fehler!
nicht. Drückt auf den Knopf an der Seite. Jeder im Supermarkt versucht zu helfen. Das Etikett ist fehlerhaft. Viele, viele! Oh nein, der Einkaufsroboter ist kaputt. Entschuldigt, ich bin zurück. Wer ist der Nächste? Ich. Na super. Jeder liebt es, einkaufen zu gehen. Bitte Artikel einscannen. Aber Einkaufsroboter mag nicht jeder. Peppa und ihre Familie haben im Supermarkt viele Lebensmittel eingekauft. Und jetzt knurrt ihnen der Magen. Was gibt's zum Essen? Mein Magen macht schon knurrende Geräusche. Heute Abend machen wir zusammen Tacos. Ja! Was ist ein Taco und wie macht man den denn? Es ist ein leckeres Gericht aus Mexiko. Und Tacos macht man am allerbesten. Alle zusammen. Peppa, Schorsch und Mama Wutz waschen Gemüse für ihre Tacos. Wir müssen dafür sorgen, dass das Gemüse sauber ist. Plitsch, platsch, wisch, wasch, so wird Gemüse sauber. Plitsch, platsch, wisch, wasch, so wird Gemüse sauber. Plitsch, platsch, plitsch, platsch. Jetzt sind Peppa und Mama Wutz auch schön sauber. Weil das Gemüse jetzt sauber ist, können wir vorsichtig Zwiebeln schneiden. Hier, bitte, Papa. Was ist los, Papa? Magst du keine Zwiebeln? Oh, keine Sorge, Peppa. Der Zwiebelsaft sorgt manchmal dafür, dass einem die Augen tränen. Ich muss mir nur die Augen mit etwas abdecken. Ich hab's! Peppa weiß, wie man seine Augen perfekt vor den Zwiebeln schützen kann. Die ist perfekt, Peppa. Ah, gibt's wieder Zwiebeln, Papa Wutz? Jetzt machen wir ein wenig Guacamole. Hurra! Ich liebe Guacamole. Dann zerdrück schon mal die Avocado, Peppa. Peppa macht das Zerdrücken der Avocado großen Spaß, weil dabei gekleckert wird. Ups. Vielleicht ist es besser, wenn du es langsamer machst. Perfekt. Jetzt kommen andere Zutaten dazu. So, und auch noch ein Spritzer einer Limette. Spritzer! Na gut, Schorsch, du gibst den Limettenspritzer hinein. Oh, zum Glück habe ich noch meine Schutzbrille auf. Jetzt sind alle Zutaten fertig und es ist Zeit, daraus Tacos zu machen. Und jetzt kommt das Beste. Nehmt eure Tortilla in die Hand. Und gebt eure Lieblingszutaten darauf. Peppa hat am liebsten Tacos mit ganz viel Guacamole. Schorsch hat am liebsten leere Tacos. Mama und Papa Wutz bevorzugen Tacos mit allen Zutaten. Alle finden ihre Tacos richtig lecker. Aber ihnen ist die Füllung auf den Teller geflutscht. Hurra! Jetzt können wir sie wieder in den Taco geben. Peppa und ihre Spielgruppe machen heute eine Klassenfahrt. Hallo allerseits! Seid ihr bereit für die Klassenfahrt in meinem schönen neuen gelben Bus? Oh! Oh, was ist mit dem alten blauen Bus passiert, Frau Mümmel? Er hatte am Wochenende eine Panne, als ich eine gemütliche Spazierfahrt unternahm. Oh je, für Frau Mümmel und ihren Bus ist das Rennen vorbei. Er ist beim Mechaniker für ein paar kleinere Reparaturen. An diesem Bus muss so ziemlich alles repariert werden. Peppa und ihre Freunde sind noch nie in einem großen gelben Bus gefahren. Alle anschnallen. Fertig. Dann geht es Ich probier's gleich noch mal. Frau Mümmel ist es nicht gewohnt, diesen Bus zu steuern. Yeah! Wow! Wee! Wee! Ja! Ja! Oh, 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 oh.
Der gelbe Bus fährt Madame Gazelle etwas zu schnell. Frau Mümmel, kann der gelbe Bus Musik abspielen? Der gelbe Bus kann ganz viele Dinge. Es kann das hier. Und das. Ja. Und das. Ja. Und natürlich das. Ja. Der gelbe Bus kann Musik sogar sehr laut abspielen. Können wir die Musik etwas leiser drehen? Natürlich, Madame Gazelle. Oh. Warum singen wir nicht einfach ein Lied? Die Räder am Bus drehen sich rundherum. Rundherum, rundherum. Die Räder am Bus drehen sich rundherum. Den ganzen Tag. Mäh, spielen wir, ich sehe was, was du nicht siehst. Gute Idee. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das beginnt mit dem Buchstaben S. Straße. Nein. Sonne? Nein, einen super großen Lastwagen. Oh! Hallo, Herr Dolle. Hallo. Peppas Spielgruppe hat den Zielort für den Ausflug erreicht. Deswegen steigen jetzt alle aus. Ich würde am liebsten den ganzen Tag im gelben Bus bleiben. Keine Sorge, ich bringe euch später mit dem Bus wieder nach Hause. Es macht allen Spaß, mit dem gelben Bus zu fahren. Allen außer Madame Gazelle. Peppa und Schorsch spielen heute im Sandkasten. Peppa spielt mit Spielzeugautos. Sie hat ein Feuerwehrauto, einen Krankenwagen, einen Bagger und... Schorsch, wo ist das Polizeiauto? Das Polizeiauto ist im Sand verschwunden. Wo hast du es hingelegt, Schorsch? Polizeiauto. Ist schon gut. Gemeinsam werden wir es finden. Das wird ein... Aha! Ein Abenteuer! Peppa und Schorsch tun so, als wären sie in einer großen Sandwüste. Nehmen wir das Feuerwehrauto. Peppa und Schorsch suchen den Sandkasten mit dem Feuerwehrauto ab. Was trinken. Zum Glück ist der Schlauch voll gefüllt mit Orangensaft. Peppa und Schorsch lieben Orangensaft. Komm jetzt, wir müssen doch immer noch das Polizeiauto finden. Da drüben. Das klingt wie... Polizeiauto! Ich hab ja gesagt, wir finden es. Ja! Ja! Wir müssen es nur noch ausgraben. Piep, 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 piep. In diesem Tempo brauchen wir dafür ewig. Wo willst du hin, Schorsch? Du bist ja jetzt ein Riese. Peppa und Schorsch haben das Polizeiauto gefunden. Nino, Nino. Piep, piep, piep. Weißt du, wo der Bagger ist, Schorsch? Jetzt wartet wohl noch ein Abenteuer auf die beiden, um den Bagger wiederzufinden. Juhu! Der Schatzzug ist jetzt endlich unterwegs! Tschu-tschu! Ja!
Peppa Wutz und Klausi Kleff steuern einen Zug voller Gold, Silber und Brokkoli! Ist Brokkoli ein Schatz? Ja, dieser Spezialbrokkoli besteht nämlich aus funkelnden Diamanten. Peppa und Klausi fahren in Wirklichkeit gar keinen Zug. Sie stellen sich das Ganze nur vor. Hurra! Stopp! Im Namen der, Räuber! Oh nein! Pedro Pony und Luzi Locke tun so, als seien sie Zugräuber. Kriegen wir bitte all eure Schätze? Bitte. Nein! Oh, okay. Du musst doch versuchen, unseren Schatz zu stehlen, Luzi. Haha! Wir haben sie gestohlen! Wir haben all eure Schätze! Hurra! Und was tun wir jetzt? Ihr entwischt! Oh ja! Kommt zurück, ihr miesen Räuber! Peppa und Klausi tun jetzt so, als seien sie Polizisten. Sie wollen die Räuber schnappen. Nein, noch nicht. Und zwar, weil euer Boot fliegen kann. Madame Gazelle, können Schiffe fliegen? Richtige Schiffe können nicht fliegen. Oh. Aber Fantasieschiffe definitiv schon. Hurra! Wow! Das Boot von Pedro und Luzi kann jetzt fliegen. Unser Zug kann jetzt auch fliegen. Hui! Die Polizisten Peppa und Klausi sind kurz davor, die Räuber zu schnappen. Aha. Unterricht! Ende! Ist das ein Riese? Nein, es ist ein Papa Wutz. Und er ist hier, um euch heimzubringen. Was machst du denn da, Peppa? Wir stellen uns vor, Boote und Züge zu fliegen, Papa. Oh Mann, ihr habt ja wirklich eine tolle Fantasie. Peppa liebt Fantasiespiele. Jeder liebt Fantasiespiele. Oma Wutz freut sich schon riesig auf ihre große Überraschung. Tada! Alles Gute zum Geburtstag! Oh, wie nett von euch. Schau mal, Oma, du musst jetzt die Kerze ausblasen und dir was wünschen. Ah, ja. Aber vorher singen wir dir ein Geburtstagslied. Natürlich. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Oh je, auf Oma Wutz Geburtstagsfeier hat es angefangen zu regnen. Los, ab ins Trockene. Peppa und ihre Familie feiern mit Oma Wutz im Gewächshaus weiter, wo es nicht regnet. Ah, viel besser. Immerhin werden wir nicht nass. Und die Kerze ist nicht ausgegangen. Oh ja, ich blas die Kerze aus und wünsch mir was. Aber vorher müssen wir erst ein Geburtstagslied noch fertig singen. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag. Da ist eine Schnecke auf dem Brötchen. Das Gewächshaus ist wohl eher ein schlechter Ort, um was zu essen. Es hat aufgehört zu regnen. Alle wieder nach draußen. Omas Feier geht wieder im Garten weiter, unter Opas Apfelbäumen. Oh, Wackelpudding, den liebe ich. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag. Wir versuchen hier den Geburtstag meiner Oma zu feiern, Herr Bulle. Beachtet mich nicht. Dauert nicht lange. Nur 4 bis 16 Werktage. Ich hab's. Hier entlang allerseits. Opa Wutz hat entschieden, die Feier in den Hühnerstall zu verlegen.
Ah, hallo, Janine, Sarah, Vanessa. Schön, dass ihr mit uns feiert. Die können beim Geburtstagslied mitgackern. Oh. Oh, haltet eure Hütchen fest. Der Wind hat das ganze Essen und die Deko umgeschmissen. Oh, wir wollten doch nur, dass du einen sehr schönen Geburtstag hast und dir was wünschst. Oh, Peppa, mein einziger Wunsch ist, den Tag mit meiner Familie zu verbringen. Das ist mein Geburtstagswunsch. Wirklich? Ja, und ich finde, der Kuchen sieht immer noch lecker aus. Oma Wutz macht ihre Geburtstagsfeier im Garten viel Spaß. Aber am meisten liebt sie es, mit ihrer Familie zu feiern. Peppa spielt heute mit ihrem Bauklötz. Ups, Vorsicht, George. Hier steht eine ganz kleine Stadt und du bist ein riesiger Dinosaurier. Das bringt mich auf eine Idee. Hast du Lust, Riese zu spielen, George? George freut sich schon darauf, mit Peppa Riese zu spielen. Hallo, Polizeiwachtmeister Panda. Was für ein schöner, ruhiger, normaler Tag im Spielzeugland. Und es gibt keinerlei Anzeichen. Oh. Hallo, ich bin Riesen-Peppa. Ein Riese? Zwei Riesen. Peppa und George stellen sich vor, zwei Riesen in einem Spielzeugland aus Bauklötzen zu sein. Hallo Vögel, hallo Wolken. Hallo allerseits. Unser Ball klemmt fest und zwar in diesem hohen Baum da. Wir können euch damit helfen. Wir sind riesengroße Riesen. Upsi. Vorsicht, George. Hier, bitte, Luzi. Hurra! Riesen-Peppa und Riesen-George lieben es, ihren Freunden im Spielzeugland zu helfen. Sie helfen Personen dabei, in den Bus einzusteigen. Oh, wee! Und sie sorgen dafür, dass die Boote ganz schnell fahren können. Juhu! Stopp! Das ist die Brücke, die du kaputt gemacht hast. Keine Sorge, wir reparieren sie. Peppa und George sind Bauklotzexperten. Die Spielzeugbrücke haben sie im Nu repariert. Danke, Riesen-Peppa und Riesen-George. Stopp! Ich meine, los! Oh, oh, yeah! Hungrig! Ich bin auch hungrig. Das Essen, das es im Spielzeugland gibt, ist zu klein für Riesen-Peppa und Riesen-George. Essenszeit! Daher müssen sie wohl oder übel richtige Nahrung essen. Vorsicht, George! Hallo allerseits. Ich bin Peppa, die Zahnärztin. Ich zeige euch, wie man seine Zähne schützt. Wow. Frau Lümmel ist zu Besuch und zeigt der Spielgruppe, wie man auf seine Zähne aufpasst. Peppa gibt vor, eine Zahnärztin zu sein. Hab ich dich. Zum Glück. Danke, Peppa. Gut, dass du dein Gebiss eingefangen hast. Wer weiß, wie man auf seine Zähne aufpasst? Indem man zum Zahnarzt geht? Das stimmt. Wer von euch war schon mal beim Zahnarzt? Ich. Gerald Giraffe ist noch nie beim Zahnarzt gewesen. Darf ich Gerald zeigen, wie es beim Zahnarzt so ist, Frau Mümmel? Ich war schon oft beim Zahnarzt. Das ist eine super Idee. Wow. Peppa spielt die Zahnärztin und Gerald spielt den Patienten. Hallo, Herr Gerald.
Nehmen Sie bitte Platz auf diesem übergroßen Stuhl. Danke sehr, Frau Zahnärztin. Hier ist Ihr Kittel. Oh. Oh, wieso brauche ich die Brille, Frau Pepper? Weil die Taschenlampe grell ist. Bitte weit aufmachen. Genau so. Dann sehe ich Ihre Zähne. Pepper sieht sich mit der Taschenlampe Geralds Zähne an. Sie haben sehr schöne Zähne, Herr Gerald. Dafür gibt es einen Sticker. Danke schön. Gut gemacht, Pepper und Gerald. Weiß jemand, wie wir zu Hause auf unsere Zähne achten können? Wir können uns die Zähne putzen. Das stimmt, Luzi. Durch das Zähneputzen bleiben sie sauber. Üben wir gemeinsam das Zähneputzen? Ja! Frau Mümmel gibt allen eine Zahnbürste, damit sie das Zähneputzen üben können. Ja. Zuerst machen wir die Zahnbürste nass. Dann geben wir etwas Zahnpasta drauf. Alle geben eine kleine Menge Zahnpasta auf ihre Zahnbürste. Nur Molly hat viel Zahnpasta draufgegeben. Was tun wir als nächstes? Wir putzen! Vergesst nicht, vorne zu putzen und an den Seiten. Oben und unten. Das habt ihr gut gemacht. Hurra! Das habt ihr heute alle sehr gut gemacht. Also bekommt auch jeder Sticker. Pepper hat gern die Zahnärztin gespielt. Und Pepper liebt Sticker. Pepper und Luisa Löffel bauen heute eine Kissenburg. Achtung, fall nicht auf die Burg. Hab's gleich geschafft. Gut gemacht. Jetzt dekorieren wir noch den Innenraum. Es fehlt aber noch etwas. Oh, etwas zu essen. Mama. Was für eine schöne Kissenburg. Kriegen wir bitte etwas zu essen? Natürlich. Ich bin gleich zurück. Wartet hier auf mich. Stellen wir uns vor, dass die Kissenburg riesengroß ist. Oh. Fang, Pepper! Stellen wir uns vor, dass der Boden so stark federt, wie ein Trampolin. Quiek! Guck, wie stark er federt! Oh nein! Der Ball ist da drüben. Hüpfen wir ihm doch hinterher! Dieser Raum ist grün. Stellen wir uns vor, er ist matschig. Aber der Ball ist nicht hier. Ist er da drüben? Dieser Raum ist blau. Also stellen wir uns vor, er ist kalt. Da ist der Ball. Hurra! Lasst uns hinausgehen. Von wo sind wir reingekommen? Pepper, wo bist du? Wir finden nicht aus der Kissenburg. Ich hol euch da raus. Nein, Mama. Die Kissenburg ist zu klein für Erwachsene. Oh, ich passe überall durch. Mama Wutz steckt fest. Mama, dein Gewackel lässt die Burg einstürzen. Tut mir leid. Nach diesem Fantasiespiel bin ich jetzt sogar noch hungriger.
Ich hab dir was zu essen mitgebracht. Wir müssen es nur finden unter diesen Kissen. Peppa hat heute Luzi Locke und Emily Elefant zu einem Spielenachmittag bei sich zu Hause eingeladen. Schorsch hat seinerseits Edmund Elefant und Linus Löffel zum Spielen zu sich eingeladen. Wir hätten wohl nicht alle diese Kinder am selben Tag einladen sollen. Kuckuck, wir sind's nur. Oh. Wir kommen später wieder. Lasst uns mit den Bauklötzchen ein Schloss bauen. Peppa und ihre Freunde haben beschlossen, mit bunten Bauklötzen zu spielen. Aber Schorsch und seine Freunde haben beschlossen, ein Spiel zu spielen, das mehr Lärm macht. Oh nein! Ein Dinosaurier! Lauf! Schorsch spielt liebend gern Dinosaurier. Nicht so schnell, Schorsch! Hab's gleich! Moment! So! Hurra! Aber Schorsch ist nicht besonders vorsichtig. Geht's dir gut, Peppa? Ja, mir geht's gut. Oh je, Schorsch tut es sehr leid, dass er Peppas Schloss umgehauen hat. Ist in Ordnung. Es war doch nur ein Unfall. Würde es euch nicht Spaß machen, alle zusammen zu spielen? Ja! Ich weiß, was wir spielen können. Alle helfen Peppa bei den Vorbereitungen für das Spiel. Puh. Und Schorsch teilt allen ihre Kostüme aus. Jetzt sind alle bereit. Das Spiel kann losgehen. Du meine Güte, wir brauchen Hilfe. Sind hier irgendwo tapfere Ritter? Brauchen Sie etwa Hilfe, Frau Königin? Keine Sorge, wir halten Sie auf. Mit Magie! Der Spielenachmittag bei Peppa und Schorsch macht allen großen Spaß. Kommen wir morgen wieder. Und alle lieben es, zusammen zu spielen. Peppa macht sich bereit für die Spielgruppe. Sie freut sich heute ganz besonders darauf. Denn heute ist Fototag! Hurra! Madame Gazelle hat für den Fototag eine Fotostation vorbereitet. Oh. Bereit für dein Foto, Peppa? Ja! Ich bin heute ganz sauber und super ordentlich. Klingt gut. Ich habe meinen Fußball für mein Foto mitgebracht. Oh. Peppa wusste nicht, dass man sich für die Fotos verkleiden durfte. Hallo, Kinder. Ihr dürft euch für eure Fotos verkleiden. Hurra! Aber vergesst nicht, am wichtigsten ist, dass das Foto etwas zeigt, das euch ausmacht. Möchtest du anfangen, Klausi? Ja, bitte. Peppa findet, dass Klausis Fotos wirklich sehr gut werden. Luzi Locke hat sich für ihr Foto als Krankenschwester verkleidet. Sie liebt diese Verkleidung. Mandy Maus spielt gerne Blockflöte. Daher spielt sie Blockflöte auf ihren Fotos. Was für eine hübsche Melodie, Mandy. Piep. Schorsch, kommst du bitte als Nächster? Was wirst du für dein Foto mitnehmen, Schorsch? Dinosaurier! Schorsch hat sein Lieblingsspielzeug für seine Fotos ausgewählt. Du bist ja ein ganz wilder Dinosaurier, Schorsch. Peppa, jetzt bist du dran.
Aber ich finde nichts Passendes zum Anziehen, Madame Gazelle. Oh, du musst gar nichts Besonderes anziehen, Peppa. Es sollte nur etwas auf deinem Foto sein, das dich glücklich macht. Oh, ja. Nichts macht Peppa glücklicher, als in Schlammpfützen zu springen. Perfekt. Jetzt muss nur noch ein Foto gemacht werden. Ein Klassenfoto. Aber wer macht denn jetzt das Foto, Madame Gazelle? Der Apparat hat einen Selbstauslöser und macht das Foto ganz allein. In 3, 2, 1 sagt Tschüss. Tschüss. Peppa und ihre Freunde lieben den Fototag. Aber am allermeisten liebt den Fototag Madame Gazelle.